Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren WoW-Begleitertipp. Diesmal machen wir uns auf nach Nordend, und zwar zum Jolasar-Becken. Denn dort haben wir die Möglichkeit, eine Geisterhydra zu zähmen. Seit dem Patch 6.0 ist es uns Jägern ja nur möglich, Hydra zu zähmen. Nur diese Hydra hier können wir nur durch eine Daily-Quest rufen, die wir bei den Orakeln auf Wohlwollend bekommen. Bei dieser Quest müssen wir drei Geister töten, und eine der drei Geistern ist unsere Hydra. Wir machen uns also auf zu den Orakeln und nehmen dort die Quest bei Sonne an. Er hat diese Daily Quest aber nicht immer. Diese wechseln nämlich nach dem Zufallsprinzip jeden Tag. Insgesamt gibt es 8 verschiedene. Wenn wir die Quest angenommen haben, fliegen wir zum See oberhalb der Karte und nutzen dort den Questgegenstand Windspiel der Läuterung. Dann taucht unsere Hydra auch schon aus dem Nichts auf und wir können sie in aller Ruhe zähmen. Die Hydras bringen den Gruppenbuff scharfe Sinne mit, womit sie die Meisterschaft aller Gruppen sowie auch Schlachtzugsmitglieder erhöhen. Nun ist bestimmt nicht gleich jeder Jäger bei den Orakeln wohlwollend und der ein oder andere hat vielleicht noch gar nie dort gequestet. Dann ist natürlich die Frage, wie schnell werde ich bei den Orakeln wohlwollend? Und ich kann euch sagen, das sind nur ein paar Quests. Die ganze Questreihe fängt bei Tamara am Flussnabel statt, mit der Quest der Teilzeitjäger. Sie möchte, dass wir den Löwen Pech töten. Haben wir dies getan, steht hinter uns gleich schon ein Wildherz mit der Quest Gute Miene zum bösen Spiel. Erstmal werden wir dann bei den Wildherzen viele Quests erledigen müssen, wie zum Beispiel Affen sowie Wespen töten, Hühner wieder einfangen und auch Kristalle sammeln. Danach bekommen wir die Quest Holpriger Ritt und wir sehen zum ersten Mal das Orakel. Dort müssen wir aber erstmal von ihnen 12 Stück töten und den Wetterschrein sabotieren. Danach bekommen wir die Quest, wo wir ein verletztes Orakel töten sollen. Wir aber haben Mitleid mit ihnen und retten es. Das bleibt natürlich nicht ungesehen und wir werden hasserfüllt bei den Wildherzen. Als nächstes nehmen wir die Quest Glückliche Missverständnisse an und begleiten das verletzte Orakel in sein Dorf. Auch dort sind wir nicht sicher vor einer Questreihe. Wir müssen Schlangen töten, Glitzergegenstände finden, einen Schatz an uns bringen, Orakel befreien und Blutscherben sammeln. Dann bekommen wir die letzte Quest, die Bürde des Helden. Diese schickt uns dann in eine Höhle, wo wir unsere Entscheidung treffen müssen. Atruus, der Herzlose, wartet schon auf uns. Links und rechts befinden sich die beiden Ruffraktionen im Eis. Solltet ihr im Level höher sein als der Boss, dann haut ihn nur vorsichtig an, denn er wird die beiden Ruffraktionen erwecken. Wir müssen dann nur noch den Wildherz töten und entscheiden uns so für das Orakel. Danach heißt es eigentlich nur noch die Quest abgeben, zurück zum Dorf und die Hydra kann kommen. Wenn euch soweit das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich immer über ein Däumchen nach oben. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der neuen Geisterhydra und wir hören uns, wenn ihr es möchtet, zum nächsten Begleitertipp wieder. Bye, bye!